Herzlich willkommen zurück bei Child of Light, wo wir jetzt hoffentlich die Wehren befreien können. Sieht ganz danach aus. Oder? Wenn es damit endlich weitergeht. Ja, was? Wer wagt es, sich der Königin der Nacht zu widersetzen? Ich. Sieht nach Bossfight aus. Ein kleines Nichts mit Locken ganz rot. Trau deinen Augen nicht, das ist nur ein Traum. Mir scheint's real, die wollen unseren Tod. Okay. Ich glaube, das könnte etwas länger dauern hier. Verwundbar durch Licht, das ist schon mal gut zu wissen. Ich glaube, ich kriege das nicht mehr so lange hin, bis ich verteidigen machen kann. Ne? Nein. Au! Oh, das haut rein. Nein. Jupiter Speer, okay. Au! Sammeln, handeln. Danke. Hoffentlich, dass ich wenigstens einen hier wegkriege. Und zwar ziemlich zeitig. Ja! Okay. Ein bisschen verlangsamt. Schwingendes Merkur. Au. Tempo erhöht. Na klar, warum denn noch nicht? Okay. Ich kann ihn aber noch ziemlich... Nee. Danke. Brauchen wir meine MP wieder. Weil mit dem Lichtstrahl kriege ich die mit zweimal weg. Ohne den wird es ein bisschen haarig, glaube ich. Ah, der hat sein verkacktes Tempo erhöht. Das ist ein bisschen doof. Handeln. Verteidigen. Ich glaube, das würde ich sonst so nicht hinkriegen. So, greif mich an. Nehme ich auch nicht so viel Schaden. Nur 3, das ist sehr gut. Dann kann ich ihn gleich schon mal ein mit dem ersten Lichtstrahl verpulen. Was, Tränke? Nein. Wie komme ich zurück? Nein! Oh Gott! Was mache ich denn? Ich habe keinen Plan, wie ich da zurückkomme. Und jetzt verteidige ich auch nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier sein letztes Licht aufwenden. Um mich wieder zu verteidigen. Oh Gott, warum mache ich denn das? Mache ich mir das Leben hier selber schwer, nur weil ich im Moment nicht aufpasse. Und mit den Gedanken ein bisschen woanders war anscheinend. Handeln. Sternlicht, Attacke. Er sollte passen. Jawohl, ja. Und das ist Nummer Uno. Der wird schneller, wenn ich das, Igni da einfach nur so rüberhalte. Guck mal. Wenn ich so mache, verlangsamt er mich wieder. Alles klar, Sternlicht und dann... Sollte das Thema hier auch gegessen sein und wir sollten Minimum Stufe 5 erreicht haben. Und Attacke. Was? Ne. Kann denn der jetzt noch leben? Auch für den Quatsch. Ja, jetzt kannst du dein Tempo erhöhen. Das ist ich verbrezel dir gleich so ein, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Oh. Attacke. Und... Ah. Jawohl! Ja, Wünsche sammeln. Das ist natürlich eine Sache gerade. 800 EP, sehr gut. Und... Ah. Fast Stufe 6.
Nächster Kampf. Boom. MP gehen hoch, MP gehen hoch, Stärke, Verteidigung und Magieresistenz. Objekt gefunden, Magiesternstaub. Sehr schön, sehr schön. Scheint unser Tempo zu erhöhen. Das ist Aurora, gute Frau. Verdammt, im Traum gefangen hält mich dieses Land. Doch bin ich bereit, nur zu erwachen. Kind, eine Vision, nimm meine Hand. Schien die Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Ergreifen, Madame, sind eure Worte. Nun weckt mich auf, ich danke sehr. Red ich so fad, fallt ihr in Schlaf? Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Der einzige Weg ist ein magisches Tor. Ein Spiegel mit einem Thron davor. Gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkel mit aller Macht. Befrei Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich, mein Vater erwartet mich. Der Glühwunsch versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr auch einen Namen, habe ich. Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf Igniculus, euch zu helfen. Ein Käfer, groß wie eine Nadel? Zu wenig, wie ich finde. Die Gestirne zu holen, schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond suchen im höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, von wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch ein Baumes Dornenkleid. Unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wie erreiche ich den Himmel? Und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Öffne die Augen, schweif nicht in die Ferne. Wow. Oh, welch Wunder, welch Erstaunen! Ich flieg wie eine Fee, als wäre es nichts. Cool.
cool. Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Hör gut zu. Behalte diese Zauberkrone auf dem Haupt. Setz sie nicht ab. Verstehst du? Nie. Noch ein letztes, bevor ich von dannen ziehe. Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Danke sehr, aber wofür ist sie gut? Ich höre dich nicht, Kind. Sei auf der Hut. Leb wohl. Warte, aber ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Gewöhnliche Flöte, Inventarmenü. Ein Geschenk der alten Dame des Waldes. Wozu ist sie gut? Ich könnte mir vorstellen, dass wir damit entweder jemanden beschwören, der uns hilft, oder ja, das ist eigentlich so meine eigene einzige Vermutung gerade. So, was gibt's denn hier? Magieresistenz dauert um 5? Oder gehen wir in die andere Richtung? Und holen uns den mächtigen Lichtstrahl. Gehen hier ein bisschen rauf. Nee, ich geh hier, bleib hier. Als nächstes gibt's da einen Schaden erhöhen. Ja, alles klar. Und wir können jetzt fliegen! Woo! Fliegen! Das Spiel wird immer besser, von Minute zu Minute. Durch den Forst, fern von daheim, nur die Sterne zum Hirn. Vom Glühwurm begleitet, ansonsten allein. Besorgt um das Wohl der Familie, die nicht mit ihr kam, suchte sie nach Sonne und Mond, nach ihres Vaters Arm. Und irgendwo in der Nacht, lauernd auf einem Thron im Dunkeln, wartete Umbra, die Schlimme, auszulöschen Auroras Funken. Also ich muss sagen, diese Geschichte im Hintergrund, das ganze Spiel oder die Geschichte um Aurora wird ja anscheinend von einer Mutter ihrem Kind erzählt. Ich muss sagen, diese Momente so zwischendurch, wie eben in der Sequenz, finde ich mega geil. Ich kriege hier echt regelmäßig Gänsehaut. So, hier haben wir 2 Zaubertränke und ich finde das überaus praktisch, dass wir fliegen können. Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen angenehmer. Und leichter, hoffentlich. Starkes Ich würde mal Heiltinktur sagen. Heiltonikum nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir hier? Nehmen wir auch mit. Glühwurm-Elixier mal 2. Okay. Oh wei. So fühlt man sich also dabei. Flieg, Aurora. Du bist frei. Kapitel 3. Gen Westen. Nun, ich würde sagen, unsere Route ist klar. Nach links müssen wir fliegen. Dann werden wir des Dornesbaumes sicher gewahr. Hoch, Ignikulus! Versuch mich einzukriegen! Gut, und Kapitel 3? Was soll ich nur machen? Da braucht anscheinend... Ja, was soll ich nur machen? Ist ja klar, wir haben es kapiert. Und Kapitel 3 geht Westen. Da braucht anscheinend auch meinen Traum voll und lachen. Da braucht anscheinend jemand unsere Hilfe. Und wer das ist, das schauen wir uns in der nächsten Folge an von Child of Light, Kapitel 3. Gehen Westen. Bis dahin. Tschüss.